Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 2 Fun Mix. Im letzten Part sind wir hier in Port Royal angekommen und jetzt sind wir immer noch in Port Royal. Wir wollen jetzt Medaillons einsammeln und wenn wir die Medaillons eingesammelt haben, dann wollen wir einen Boss herausfordern, beziehungsweise einen vermutlichen Boss. Und dadurch wollen wir der Organisation 13 so ein bisschen vor den Karren fahren, weil da ist einer... Ein sehr interessanter Typ, der die Medaillonkiste geklaut hat, sich 4 Medaillons geschnappt hat, von denen sich eines schon wieder in unserem Besitz befindet, aber halt die anderen 3 sind weg. Na gut, reden wir mal. Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen für diese Medaillons, was? Ja. So, wir könnten jetzt zum Schiffsfriedhof, zur Isla de Muerta oder zum Port Royal. Ich gehe zuerst mal zum Schiffsfriedhof, weil ich gucken will, ob ich irgendwelche Puzzleteile oder... Ähnliches vergessen habe, Truhen, Puzzleteile und so weiter. Und nebenbei können wir ja ein paar Herzlose bashen und dann... Moment, was? Da! Denn niemand ist irgendwo da unten. Oh, ist das mies! Man hat 20 Sekunden und muss dann... Boah, ist das gemein. So, wir haben das Medaillon, noch 2 Medaillons. Suche nach niemanden in den anderen Bereichen. Okay, aber nebenbei sammeln wir weiter Truhen, weil... Das brauchen wir. Und vor allen Dingen, wir kommen hier an und schon wieder sind hier 2 Puzzleteile. Es ist krank, wie viele es hier gibt. Kriegen wir den Anker hier irgendwie los? Ha! Dann haben wir hier das Abenddämmerungsteil. Und wir haben einen Meteorstab gefunden. Der müsste für Donald sein. Mal sehen, Blitzboost. Oh ja, das erhöht was. Moment. Was? Gute Balance aus sehr großer Angriffskraft und hoher Magiekraft. Erhöht den Schaden, der durch blitzbasierte Attacken... Oh, sehr gut. Donald benutzt ganz gerne Blitz. Das können wir gebrauchen. So, dann gehen wir mal hier nach unten. Nee, hier unten ist jetzt nichts. Gut, dann durchsuchen wir jetzt erstmal weiter den Schiffsfriedhof. Und wenn wir mit dem fertig sind, dann können wir ja nochmal zur Isla de Muerta fahren, wenn es da auch noch welche gibt. Wir müssen halt noch die fehlenden 2 Medaillons wieder einsammeln. Ich finde das im Übrigen gut, dass man die Medaillons wieder so eingebunden hat. So, jetzt gehen wir wieder in die Trümmerkuppel. Da könnte auch wieder was sein. Und dann, okay. Gleich nach dem Niemand suchen. Der Niemand, der Niemand, der Niemand. Nein, 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 nein. Nicht die Piraten, der Niemand. Der Niemand ist wichtig. Weil wir haben ja nur ein gewisses Zeitlimit, bis er weg ist. Und das könnte ein bisschen problematisch werden, wenn das abläuft. So. So. Ah. Flickst. Gehen wir in die Richtung. So, erstmal mit Eis gestoppt. Ach, mittlerweile seid ihr schon zu dritt. Sehr interessant. So. Mitra. So. Gott, wie der Pirat gerade rumgerannt ist. Das sah sehr interessant aus. Das sah für mich aus, als wenn ein Hase hüpft. So. Mal sehen. Ach, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Komm her. Komm her, lieber kleiner... Ach ja, ich kann ja gerade keine Sachen einsetzen. Na gut, dann komm her. Na, schie. Gut, dann komm her. So, und jetzt haben wir ein bisschen hoher Konter gemacht. Man hat es zwar nicht so gut gesehen, aber was soll's. Na los, komm her, komm her. So, nochmal Ausfallschritt. Und hoher Konter. Auch wenn es uns nichts gebracht hat. So. Schön, der Pirat ist weg. Dann gehen wir mal... So, ist da vorne noch irgendwas? Nee. Nur eine unsichtbare Wand. Wir können nicht weitergehen. So. Schiffsfriedhof, Laderaum der Interceptor. Da könnten wir auch nochmal schauen. Wobei, ich glaube, hier ist auch nur, ja...
Hier ist auch nur der Rest von der Interceptor. Hier ist gar nichts mehr. Jetzt gibt es hier nur die normalen Herzlosen und so weiter. Na gut, dann gehen wir mal weiter suchen. Hier müsste eigentlich noch ein Niemand sein. Entweder hier oder der ist tatsächlich als einziger auf der Isla de Muerta. Das könnte auch sein. Wir werden es nur herausfinden, wenn wir weitersuchen. Na gut. Ernsthaft, hier sind die ganze Zeit nur die Piraten unterwegs. Das ist krank. Man kommt rein und schon trifft man die. Das ist ein bisschen chaotisch. So, das hätten wir jetzt auch. So, was ist denn hinter der Wrackfestung? Ah, da vorne geht es noch ein Stück weiter. Ich schätze mal, von da aus geht es dann... Na, ihr schon wieder. Na, kommt mal her. Na, diese Viecher. Geht doch. Aber ich finde es gut, dass jetzt Donald auch mal eine neue Waffe hat. Ich meine, Goofy hat jetzt eine sehr, sehr gute Waffe gekriegt, deswegen... Ja. So, dann werde ich mich jetzt nochmal auf der Isla de Muerta umsehen. Ein See stechen. Kann ja sein, dass sie das absichtlich gemacht haben, damit man auch wirklich suchen muss nach den Medaillons. Und... Ah, ein Hinterhalt. Nein, wir fliehen natürlich nicht. So, diese süßen kleinen Hühnchen haben wir jetzt auch erledigt. Na los, komm her. Haha, erledigt. So. Ist hier noch irgendeiner? Ach da, da ist noch ein Herzloser. So, erledigt und... noch ein Pirat. Na gut. So, ab sofort können wir jetzt die Piraten auch wieder stunnen, dank, wir haben Äther bekommen, dank Eis, aber das ist jetzt sowieso nicht mehr nötig, weil wir haben den Hinterhalt aufgehalten, so. Ach ja, hier war ja noch eine absente Silhouette. Gut, dann gehen wir mal und erkunden die Isla de Muerta. Ja, da ist der. Der letzte Niemand. So, wir haben es geschafft. Das letzte Medaillon ist in unserem Besitz. Ein Glück. Wir haben es geschafft. Achso, im Übrigen, falls ihr es bis jetzt noch nicht gemerkt habt oder es euch aufgefallen ist, ja, der Ton ist gepitcht wegen He's a Pirate. Das habe ich jetzt schon öfter gesagt. Sehr schön. Ja. Why is that? Organization 13 is after people's hearts, so they're gonna go wherever there's lots of people. Das ist wahr. They'll hurt the townsfolk? No, they're bringing them flowers, mate. I don't know who these organizers are, but I will say they're making we pirates look like proper gents. Ui, das ist krass. Well, then we have to help. Ich denke mal, Jack wird auch... Ja, okay. Gut. Dann wissen wir jetzt, wo wir als nächstes hingehen müssen. Ich will allerdings noch eine Kleinigkeit nachsehen. Na, was sagt die Schatzliste? Habe ich diesmal alle? Ja, ich habe alle. Ja, nur in der... Oh Gott, wie viele habe ich denn bitte in der Holobestion übersehen? Oh, verdammt, da muss ich aber noch eine ganze Menge sammeln. Beim Schloss des Biestes fehlen mir auch noch 3 Truhen. Arena fehlen mir 2 Truhen. Agrabah fehlen mir ein paar Truhen. Ja, das sieht doch... Sieht sehr, sehr nett aus, was mir alles fehlt. Und das Morgenwald, da habe ich tatsächlich alle bislang. Da fällt mir ein, ich muss auch langsam mal die Seiten abgeben.
Ich habe ja, glaube ich, 4 oder 5 Stück. Na gut, bevor wir jetzt aber dazu kommen, müssen wir dann jetzt Richtung Port Royal segeln. Stechen wir in See. Wahrscheinlich passiert jetzt eh gleich wieder irgendein Hinterhalt oder so. Ich würde mich nicht wundern. Ach, doch nicht. Na gut. Na dann. Da ist der nette kleine Herzlose. Da sind die letzten 4. Jawohl. Then what's this? Oh, I understand. Jack must have been cursed by that monster, not from taking the gold. Ach was. Oh, I've no worries then. It's okay, Jack. We'll just have to defeat the monster, that's all. Okay. Uh-oh. Get the gold. Oh je. Okay, und damit beginnt jetzt ein neuer Bosskampf. Dieser nette kleine Gegner, den wir schon mal verprügelt haben, wird immer wieder versuchen, ja, benutzt Magie, um die Medaillons von den Herzlosen zu sammeln. Ja, wir müssen nämlich immer die ganze Zeit die Medaillons in der Truhe haben, damit er unverwundbar ist. Und deswegen ist hier Aisra wichtig. Oder Blitzra. Aber Aisra ist eigentlich am besten, weil es ihn ein bisschen einfriert, auch wenn es ihm keinen Schaden macht. So, dann legen wir die jetzt zurück. Und jetzt ist der Gegner verwundbar. Ich würde sagen, gehen wir mal in die Waisenform. Die Waisenform ist hier mit am besten. Gut. Auf diesen Bosskampf habe ich mich auch schon gefreut. Das ist nämlich einer meiner Lieblingsbosse. Ah, verflixt, so. So, verdammt. Vor allen Dingen, man sieht auch immer den Status der Truhe an der Seite. Und das ist auch ziemlich cool gemacht bei diesem Bossfight. Oh oh. Verflixt. So, Medaillons einsammeln. Danke für die Heilung. So, vor allen Dingen, wir müssen jetzt gucken, dass wir besonders schnell wieder an MP kommen. Weil Magie halt wirklich der einzige Weg ist, an die blöden Medaillons zu kommen. Das macht den Kampf allerdings um einiges schwieriger. Und es beweist halt auch, ob du wirklich Magie einsetzen kannst in KH oder nicht. Meiner Meinung nach zumindest. So. Noch mehr. Ah, verflixt. Danke für die Heilung. Ich kann mich ja in diesem Kampf höchstwahrscheinlich nicht selber heilen, weil ich die ganzen MP brauchen werde. So, zum Glück lässt er auch immer MP-Kugeln fallen. Das gefällt mir besonders gut. So, hier sind nochmal 20. Ah, verflixt. Verflixt. Oh nein, jetzt stiehlt er die Medaillons. Halt ihn auf. Parieren, genau. Sehr gut. Dadurch verliert er auch nochmal einen ganzen Schwung an Medaillons, wenn man das mit ihm macht. Um genau zu sein, fast alle. So, ich behalte ihn mal noch bei mir.
So, er hat jetzt nur noch ein einziges bei sich. Nee, fünf. Gut, ich habe die fehlenden. So, jetzt ist er wieder eingefroren. Ah, wobei, ich gehe mal ein bisschen in die Meisterform. Boah, dieses Pause-Buffern ist manchmal richtig nervig bei ihm. Also bei den Dry-Formen. Aber das ist ja nur in 2.5 so. Ah, Flucht. Weg von der Truhe. Oh, verflucht. Jetzt hat er alle. Das ist gar nicht gut. So, zurück. Oh, 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 oh. So. So, jetzt fangen wir so langsam an. So, ich werde dann gleich wieder ein paar Medaillons in die Truhe legen. Ich will ihn nämlich, dazu bringen, dass er die Truhe wieder angreift, damit ich parieren kann und er ganz viele Dinger verliert. Dazu muss aber eine gewisse Anzahl in der Truhe sein. So, jetzt. Ah, jetzt muss ich hingehen. Parieren. Und. Plünderhaken. Super. Vor allen Dingen, ich finde das Situationskommando sieht cool aus. Na, verflixt. Ich nutze mal schnell ein Elixier. Äther. Oh nein, nicht schon wieder. Parieren. Und nochmal der Plünderhaken. Und das Kommando kann ich sogar ziemlich gut, weil bei dem Boss hatte ich tatsächlich bei meinem ersten Playthrough in KH2 einiges an Probleme. Deswegen freut mich das auch wieder, dass ich so eine Art, ja, Potion erstmal... Ah, verflucht schon wieder. So, nochmal parieren. Ich spamme jetzt einfach die ganze Zeit Dreieck, bis ich dazu komme, den Plünderhaken einzusetzen. Das macht es wesentlich einfacher, wenn man es mal braucht. So. Verflixt. So, nein, ich muss wieder in die Nähe. Nein! Lass mich in die Nähe! Los! Nochmal parieren. Und Plünderhaken. So, der Gegner hat jetzt noch welche. Aber nicht mehr so viele. Verdammt, aber ich muss gerade mal Vitra einsetzen, weil es sah ein bisschen knapp aus. Oh oh. So, wieder parieren, wieder Plünderhaken. Das ist ziemlich wiederholend, wenn man den Dreh raus hat bei der Stelle. Wir haben es geschafft. Wir können ihn wieder angreifen. So, dann nehme ich gerade mal wieder die Waisenform. So. So, wir dürften das eigentlich gleich geregelt haben mit ihm. Nicht mehr lange, so, und
sollten wir gleich geschafft haben. So, und jetzt haben wir es hingekriegt. Jetzt haben wir auch Magnera gekriegt. Donald hat auch eine neue Fähigkeit gekriegt. Und damit haben wir wieder einen Boss erledigt. Wieder einer auf unserer Liste, den wir abhaken können. So langsam wird die Luft dünn. Sind auch nicht mehr viele Welten übrig. Was geschieht wohl dann? Ah! Der Fluch ist gebrochen. Jack ist wieder normal, hat wieder Haut. Und mehr als nur Knochen dran. Hä? Okay. Oh-oh. Sora. Bravo. Das war nicht gut. Just who was that chap? He is part of an organization that's collecting hearts. First, they release heartless into different worlds. We defeat those heartless, then they get the hearts. We're never gonna stop them like this. Mm-hmm. What's the plan then? We gotta find their stronghold and finish them off, once and for all. Sailing these waters, I've heard some tales, but not a one like this. Yeah. Is there any way we can help? Anything at all. Es wäre toll, wenn die eine Hilfe wären. Hä? Wie denn? Ah, wir haben hier den geheimen Anselm-Bericht 6 bekommen. So, allerdings ist das bestimmt noch nicht alles gewesen. Nein. Gar nicht. Ah, ja. Stimmt. Wir versenken die Truhe erstmal im Meer. Dann kann sie keinen Schaden mehr anrichten. It's certain we don't need the likes of that hooded fellow and the heartless about. They'll ruin the market for us true pirates. So that's why you went to Port Royal. And we thought you actually wanted to save everyone. Huh. A pirate always looks to profit, Miss Swan. Too bad. You had us going there thinking you'd turned over a new leaf. Oh, oh my Jack. The question is, what's beyond the leaf, savvy? Oh yes, a reward. And what'll it be? The lovely blade of Sora's. Hä? Was? Okay, sure. Sora? Hold on, that was far too easy. What's the rub? Er will unbedingt das Schlüsselschwert haben. Okay, jetzt hält das in Händen und... Haha. Genau das passiert mit dem Schlüsselschwert. Well, you've always got the pearl, Jack. That I do. But someday I'll gather a bloodthirsty crew and come to take that blade. Chance by then, I'll have the way to wield it. And if I succeed, I'll ask you two to join me. That'd be reward enough. Huh? Done. Okay. Maybe someday Jack will be able to use the Keyblade after all. Hey. He and Sora are kind of alike, don't you think? Was? Are not. Oh mein Gott, dieses Synchrone, das war voll lustig. Auch eine meiner Lieblingskatzen. Jack Sparrow ist der worst pirate ever to sail the Spanish Main. No one could really mean that. Right. We know he's the best. Hehe. I hope we'll get to see him again. Ja, na gut. Bis dann, Captain Sparrow. Und damit endet die Geschichte von Port Royal. Wir haben die Truhe im Meer versenkt, jetzt kann ja nichts Schlimmes mehr passieren. Und wir haben die Trophäe Fluchbrecher verdient. Ich finde das toll, wie man die ganze Zeit über an der PS3 noch den Trophäen supportet und immer wieder Trophäen kriegt. Und, ein neuer Pfad ist wieder aufgetaucht. Und zwar zu zwei Welten, die wir doch schon kennen. Und was? Das ist das komische Signal von vorhin. Wusste ich's doch, dass das keine Störung ist. Okay. Okay, und was ist das? Was ist das, was feststeht? Immer wenn Sora, Donald und Goofy irgendwo anderen helfen, wird das Signal stärker. Ah. Das ist wirklich eine Frage. Okay. Yay!
Heißt im Klartext, wir sollen weiter durch die Welten ziehen und Leuten helfen. Und zwar haben wir jetzt noch Agrabah und Halloween Town vor uns. Und da ist etwas deutlicher geworden. Das sieht sehr seltsam aus. Sehr, sehr seltsam. Aber naja, das ist ja jetzt nicht gerade entscheidend. Wir wissen nur, uns erwarten zwei Welten. Einmal Halloween Town und einmal Agrabah. Aufgrund der Levelkurve würde ich sagen, gehe ich als nächstes nach Agrabah. Allerdings ist das jetzt nicht wirklich was für heute, oder Leute? Bis dann!